Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Handlungsqualifikationsprüfung Metalltechnik aus dem Jahre 2017-2. Besprechen wollen wir heute die Aufgabe 6 und bei der Aufgabe 6 geht es nun darum, dass ein Bauteil mit den Saugelementen am Boden sicher anhaften soll. Und dazu mache ich mir kurz eine Skizze, um die Sachverhalte und die dort vorgegebenen Daten eintragen zu wollen. Zunächst stelle ich mir hier vor, dass das die Aufspannfläche sein soll. Und die Aufspannfläche ist eben mit diesen Saugelementen ausgestattet. Das Werkstück wird hier aufgesetzt. Allerdings, bevor ich das zeichnen möchte, einmal kurz die entsprechende Wendeschneidplatte, die hier beim Fräsen also eingesetzt werden soll. Von mir aus sei das hier eine 90 Grad Wendeschneidplatte, darüber sind keine Angaben gemacht, die werden hier irgendwo fixiert und das Werkstück wird entsprechend dieser Idee irgendwie bearbeitet. So. In der Aufgabenstellung selbst sind jetzt folgende Sachverhalte gegeben, nämlich, dass die Schnittkraft, die ja immer senkrecht auf der Schneide wirkt, hier also unter einem gegebenen Winkel von 45 Grad wirksam ist und das ist die Schnittkraft FC. Ja, den Winkel 45, den kann ich mir eventuell hier noch mit eintragen und sagen, wenn das 90 Grad sind und hier vorne eigentlich auch, da stört es mich in der Grafik also, habe ich schon die Chance, auch hier die 45 Grad anzutragen, weil es ist ja symmetrisch, unsere Werkzeuge, und das nennen wir dann Einstellwinkel Kappa, soll das sein. Gut, was ist noch gegeben? Im Grunde genommen wissen wir, dass der Innendruck in den Saugern, und so schreibe ich es mir jetzt mal heraus, gegeben, Doppelpunkt, der Innendruck PI in den Saugern 0,25 bar beträgt. Und natürlich weiß ich sofort, dass wenn Sauger arbeiten, dass dann die Druckdifferenz zum atmosphärischen Druck die Kenngröße sind, also das Delta P, der atmosphärische Druck, ich nehme den einfach jetzt mit einem bar an, ist nicht gegeben worden, aber das ist auch der typische Wert, minus 0,25 bar. Also unsere 0,75 bar beträgt.